Wollen wir zuerst den kleineren wegmachen? Ich glaube ja. Hallo! So, weg ist er. Hi! Widerstand. Oh! Oh Gott! Oh, hasse ich so welche Leute. Die sind so nervig. Ach, das ist auch noch so ein Boss-Type. Hoppala, ja, ja. Hä? Oh, ich sehe nichts. Oh, meine Güte. Oh, oh. Ach. Dieser Schatten von dem ist echt nervig. Nein, genau das wollte ich nämlich nicht. Widerstand. Ach. Was hast? Hast du was fallen gelassen? Scheint so nicht. Scheint so nicht. Deutsch. Was? Oh, du aber. Noch ein. Oh nee. Oh, das bei Doktor. Wer ist denn Strickland? Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Nein, nicht wirklich. Jetzt haben wir wieder so viel Blut verschwendet. Kommen wir nicht rein? Aber wo müssen wir denn? Haben wir die Aufgabe jetzt damit erfüllt? Dr. Swansea? Dr. Swansea? Was müssen wir denn jetzt? Achso, das ist im Krankenhaus, never mind. Scheinbar haben wir die Aufgabe jetzt. Nee. Jetzt gelöst? Nein, noch nicht. Erzähle. Achso, der Strickland. Okay. Den habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja, ist jetzt auch nicht so wild, ne? Aber müssten wir hier nicht zu irgendeiner Apotheke? Hä? Hä? Was ist denn eigentlich dieses? Das ist ein Händler, okay. Pff, okay. Dann machen wir das halt so. Ich will aber noch nicht mit Swansea reden. Finde die Todesursache heraus. Wait, nee. Da. Bringe sie einem Verwandten. Verkaufe sie an jemand anders.
Man kann die an jemand anders verkaufen? Ist ja interessant. So, wohin müssten wir? Es ist ja gar nicht so weit weg. Oh, das ist ganz schön weit weg. Oh, das ist doch ganz schön weit weg. Haben wir vielleicht eine, die ein bisschen näher dran ist? Finde den Totengräber? Ach Gott. Ach Gott. Gott. Es ist nicht wirklich näher. Wo hast du deine Ginflaschen? Und den Docks. Das ist mit das nächste bislang, ne? Hoppala. F. Ist auch da hinten. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal nach da hinten hin. Das ist aber ziemlich nah dran. Was müssen wir machen? Finde die Halskette. Okay. Wo gehen wir denn da jetzt am besten lang? Plopp. Ach, wir sind wieder hier vorne. Schön. Sind wir schon da? Oh ja, wir sind schon da. Gucken wir erstmal hier. Bist du doof? Was schießt du hier denn so dumm durch die Gegend? Also, wo wir dahin gucken, ist nix. Ja, ja. Oh, wait. Nicht, dass das irgendjemand aufgesammelt hat. Good evening. Hello. Hello. Can I see you? As long as... Sieht das vielleicht... Ach, hier haben wir das ja auch verkauft, ne? Haha. Sie hat es nicht. Wo ist der Mann jetzt auf einmal hin? Hier war der Typi, genau. Ey. Dann kann er die doch auch hier irgendwo in der Nähe verloren haben, oder? Ist hier unten auch noch? Ja, natürlich ist hier unten auch noch. Kommt sogar bis aufs Wasser raus. Schmiermittel. Das ist keine. Oh, 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 oh. Hab ich mich verjagt, ey. Okay, hier unten kann sie aber nicht sein, weil sonst würde. This is a slaughterhouse. Ja, ein bisschen. It's locked. Ja, natürlich. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Hä, aber warum ist die hier unten? Hat er die getötet? Deine Mutter ist ein Skull. Kann natürlich jetzt möglich sein. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses.
The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. So that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. As a man of science, I'd like to try to understand why you killed those people. Why does there need to be a reason? They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. Und dann muss neu getötet werden. This rage you feel. Have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Sonst was. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times. That's all. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Ich versteh's noch nicht, warum die tötet. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? Yep. She seems so sad to know me sometimes. Der Tod wäre eine angemessene Strafe. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das hier für mich die richtige Antwort wäre. Aber ich würde halt auch gerne wissen, was mit den Opfern war, ob die Familie hatten. Weil die werden die garantiert auch suchen. Ich verstehe ihr Dilemma. Da spricht halt wieder ihr sein Vampir aus ihm heraus, ne? Machen wir das mal das. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Ha! Ich glaube, wir müssen noch mal mit deiner Mutter sprechen. Wo finden wir denn die gute Frau? Goodbye, Mr. Fishburne. Wo finden wir denn die gute Frau? Das würde ich halt gerne mal wissen. So. Hoppala, das war falsch. Da müssen wir hin. Dann haben wir die beiden schon. Die haben sie noch nicht kennengelernt. Die würde sie aber gerne mal kennenlernen. Und da ist noch ein Unbekannter. Noch ein Unbekannter vor allen Dingen. Bomben war da unten. Hoppala. Schauen wir mal, ob wir die Ginflaschen finden. Ach so. Ja, dieses Baby. Wer bist du? Warte! Warte! Nein! Warte! Oh. It's locked.
Schlinge, Schlinglinge. Können wir hier runter? Also wir springen über, weiß nicht wie lange Docks rüber, aber dann können wir nicht von einem Balkon runterspringen. Muss man jetzt nicht verstehen, ne? Schlinglinge. Die Musik gefällt mir gerade nicht. Und diese Plakate überall. Es wird aber auch nicht wirklich besser mit dem Wetter hier, ne? Ich hätte gerne mal, dass wir eine Nacht lang keinen Regen haben. Wie wär's damit? Ach, hier sind wir wieder bei... Okay, wir sind außen rumgelaufen. Western Docks. Oh. Sieht auch wieder nach Kämpfen aus. Jetzt schaut wieder nach Kämpfen aus. Ich wollte gerade sagen, hier ist eine Blutspur, aber ich sehe sie nicht. Oh. Ja, ja. Hier wieder. Tschüss. Muss ich nach oben? Ich glaube, ich muss nach oben. Ich gehe gleich nach oben. Da haben wir zu. Da ist nix. Was ist denn da drin? Ich glaube, über diese Brücke müssen... da ist der Zug! Über die Brücke müssen wir dann, wenn wir in das andere Gebiet wollen. Uiuiuiui. Kommen wir da hoch? Ah, nee, das sind nur Lampen. Ah. Hahaha. Gut, dass ich da nochmal hingeguckt habe. Ist hier zu? Hier ist zu, ja. Hier sind Mäuschen. Gut. Dann würde ich doch jetzt sagen, wir machen einen kleinen Stopp. Wir schauen uns dann beim nächsten Mal an, wo wir den Gin, die Ginflaschen herbekommen. Und was uns... Oh, wir speichern gerade. Sehr schön. Und was wir denn da drin noch alles finden. Der... Die Wache sieht mit Level 10 nicht sehr stark aus. Die Wachen sind generell ein bisschen einfacher als die Skala, finde ich. Und dann sieht man sich am nächsten Wochenende wieder. Habt ihr jetzt noch selber ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!